Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch eine salzige Schokolade machen, die als extra Topping noch Erdnüsse und Cornflakes beinhaltet. Wir brauchen dafür 2 Tafeln dunkle Schokolade und 1 Tafel helle Schokolade. Die geben wir schon mal in das vorbereitete Wasserbad. Das Ganze lassen wir jetzt in Ruhe schmelzen. Außerdem brauchen wir noch feines Meersalz, Sahne, 200 ml und jeweils 50 Gramm Erdnüsse und 50 Gramm Cornflakes. Das Ganze habe ich jetzt schon entsprechend gehackt und zerbröselt. Wir warten jetzt, dass die Schokolade schmilzt und rühren dann, sobald die Schokolade etwas flüssiger ist, ganz langsam nach und nach die Sahne hinzu. Die Schokolade in unserem Wasserbad ist jetzt so gut wie geschmolzen und jetzt können wir nach und nach unsere Sahne hinzugeben. Wir können auch schon unsere 2 Esslöffel Salz hinzugeben. Wir nehmen feines Meersalz und rühren weiter kräftig um. So, jetzt haben wir eine wunderbare schokoladige Masse, die wir jetzt vom Topf nehmen. Und wir geben jetzt noch unsere Cornflakes und Erdnüsse hinzu. Ordentlich vermengen. Und jetzt schnell auf ein vorbereitetes Backblech mit Backpapier oder Folie geben. Schön gleichmäßig verteilen. Und fertig ist unsere salzige Schokolade mit extra Crunch. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch trocknen lassen, damit es wieder hart wird. Und anschließend können wir das Ganze zerbröseln. Diese Schokolade eignet sich hervorragend als kleines Mitbringsel zu einer Gartenparty oder zum Geburtstag oder einfach so zwischendurch für Familie oder Freunde. Viel Spaß beim Verschenken!